Über 8 Monate ist es her, dass Hertha 06 zum letzten Mal in der Oberliga auf dem Platz stand. Seitdem stand der Fußballbetrieb still in Berlin. Doch heute hat das Warten für die Charlottenburger endlich ein Ende. Unter Trainer Dietmar Demuth geht es im ersten Test gegen den Berlin-Ligisten Türkspor, der bereits vergangene Woche sein Comeback gegen Hohen Neuendorf feierte. Zum Auftakt gab es dort eine knappe 1:2 Niederlage. Heute soll das, wenn möglich, besser laufen. Und die Gäste in den roten Trikots legen gleich offensiv los. Gute Freistoßposition für Yves Brinkmann und da muss sich Ruben Aulig gleich ein erstes Mal richtig strecken. Doch auch die Hertha ist direkt hellwach. Eckball von der linken Seite und das ist die erste richtig dicke Gelegenheit für Mohamed Elhamar. Glänzend vereitelt von Tobias Pfau. Ansonsten ist die Hertha jetzt die bessere Mannschaft. Viel Platz für Ali Aivas, aber wieder ist Pfau zur Stelle. Der Nachschuss kann dann geblockt werden. Die letzte Saison beendete Hertha 06 auf dem 13. Platz. Da möchte Dietmar Demuth im kommenden Jahr sicher noch etwas weiter nach oben. Und seine Mannschaft auf dem Rasen wird immer gefährlicher. Ballgewinn an der Strafraumkante. Sano fackelt da nicht lange und das ist die verdiente Führung. Der CFC nutzt seine dritte gute Möglichkeit zum 1:0. Billo Sano überrascht Tobias Pfau wohl auch etwas im kurzen Eck. Das dürfte auch den Coach zufriedenstellen. Über 300 Erst- und Zweitligaspiele hat Demuth für St. Pauli und Co. absolviert, ehe der 66-Jährige seine Trainerkarriere beim Kiez-Club begann und letzten Sommer zur Hertha wechselte. Und sein Team wird immer dominanter. Nächste dicke Gelegenheit und schon wieder zappelt der Ball im Netz. Der Doppelschlag der Hertha innerhalb von 8 Minuten. In dieser Phase zeigt sich der Klassenunterschied dann doch relativ deutlich. Die Gäste müssen zusehen, dass sie Mitte der ersten Halbzeit nicht völlig unter die Räder kommen. Nächste Standardsituation, wieder ein Eckball. Vollversammlung im Strafraum von Türkspor, denn in der Mitte wartet Emre Turan. Kurz vor der Pause erhöht der CFC nochmal auf 3:0 und stellt die Weichen damit früh auf den ersten Sieg seit November 2020. Viel Platz da für Emre Turan, da geht niemand mit hoch, wohl eines seiner leichtesten Kopfballtore. Zur Pause kann Co-Trainer Fatih Polat nicht zufrieden sein mit der Leistung seiner Mannschaft. Ganz anders auf der anderen Seite, da macht das Team von Dietmar Demuth schon wieder richtig Lust auf die Oberliga. Türkspor hat den Ball eigentlich schon geklärt, dann aber hat Aivas einen Geistesblitz und findet wieder Billo Sano. Doppelpack für den Angreifer des CFC, der sich aber auch für die hervorragende Vorarbeit bei seinem Kapitän bedanken darf. Keine 5 Minuten später, die Hertha bleibt beim hohen Pressing. Ballgewinn durch Sano, der hat plötzlich freie Bahn und sieht dann in der Mitte Hassan Umari. Das 5:0 in der 58. Minute. Jetzt wird es der Hertha aber auch richtig leicht gemacht. Vor allem Billo Sano erwischt einen richtigen Sahnetag. Das ist bereits sein dritter Scorerpunkt in dieser Partie. Danach ist es mehr oder weniger nur noch ein Schaulaufen. Ab und zu lässt die Hertha Türkspor auch noch etwas kommen. Wir sind schon in der Schlussphase. Nochmal ein weiter Einwurf für die Gäste. Und in der Mitte plötzlich die Möglichkeit für Malik Cam. Aber es soll heute einfach nicht sein mit dem Ehrentreffer. Denn danach ist Feierabend. Am Ende gewinnt die Hertha standesgemäß mit 5:0. Auch dank eines bärenstarken Billo Sano. Am Mikrofon der ehemalige Bundesliga-Profi und jetzige Hertha-Trainer mit seiner Einschätzung zu dieser Partie. Ja, ich bin natürlich mit dem Auftritt der Mannschaft zufrieden. Sie ist konzentriert angegangen. Sie hat die Tore gemacht, zu wenig, gerade erste Halbzeit, die Riesenchancen, die wir hatten. Hinten raus nach 5:0 ist klar, dass man da ein bisschen unkonzentriert arbeitet. Das ist normal bei der Hitze.
Aber wir sind erste Woche im Training, also von daher weiß ich, wo der Hebel anzusetzen ist und das ist gut so. Ein offensichtlich mehr als gelungener Auftakt also bei der Hertha. Für Türkspor hingegen setzt es die zweite Testspielniederlage seit dem Wiederbeginn.